Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 50 Milliarden Euro werden in Nordrhein-Westfalen jedes Jahr im Rahmen der öffentlichen Auftragsvergabe umgesetzt vom Land, von den Kommunen und von den Landschaftsverbänden. Und deswegen ist es aus unserer Sicht richtig, dass NRW mit dem Tariftreue- und Vergabegesetz bei diesen Vergabeverfahren einen nachhaltigen Umgang mit natürlichen Ressourcen, ökologischer Produktion berücksichtigt und befördert, allgemeine Förderung von Geschlechtergerechtigkeit nach vorne treibt und ungerechte und ausbeuterische Arbeitsverhältnisse ausschließt. NRW stellt damit sicher, dass bei öffentlichen Aufträgen Tarife und Mindestlohnbedingungen eingehalten werden. Lohndumping mit öffentlichen Geldern soll es in NRW nicht geben. Wir wissen, fairer Wettbewerb kann erst dann entstehen, wenn Unternehmen wie Handwerksbetriebe von der Konkurrenz von Dumpinglöhnen geschützt werden. Wir wollen, dass NRW mit seinem Auftrags- und Vergabeverhalten weiter seinem Vorbildcharakter gerecht wird und seine Verantwortung für ein gerechtes Wirtschaftsgeschehen ernst nimmt. Wir wollen, dass betriebliche Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf und die Frauenförderung bei der Entscheidung für oder gegen einen Anbieter mit in Betracht gezogen wird. Und wir wollen natürlich, dass die Güter, die in unserem Auftrag hergestellt werden, ressourcenschonend und klimaschonend und ohne Ausbeutung von Kindern produziert werden. Wenn Sie das jetzt im Rahmen des Entfesselungsgesetzes, wie Sie es nennen, abschaffen wollen, dann stellt sich die Frage, ob Sie das tatsächlich alles nicht mehr wollen. Sie befinden sich jedenfalls, wenn Sie es nicht mehr wollen, auch in einem bemerkenswerten Widerspruch mit den Unternehmen in unserem Land, die dazu befragt worden sind. 83% der im Rahmen der Evaluation befragten Unternehmen gaben an, dass sie im Großen und Ganzen zufrieden sind und das gut finden. Und das Gutachten, das in diesem Zusammenhang erstellt worden ist, hat gesagt, angesichts der bisher erreichten Zielbeiträge wird mit Blick auf die durch das Gesetz ausgelösten Erfüllungsaufwände aus Gutachtersicht ein angemessenes und positives, wenn auch noch schwach positives Aufwand-Nutzen-Verhältnis festgestellt. Es ist aber, so wird weiter ausgeführt, zu erwarten, dass sich im Zeitverlauf ein verbessertes Aufwand-Nutzen-Verhältnis herstellen wird, wenn das TVGG NRW hinreichend Anwendung findet und zugleich die Erfüllungsaufwände durch höhere Vertrautheit sich verringern. Mit anderen Worten, der Nutzen des Gesetzes ist bereits jetzt deutlich über dem Aufwand und er steigt, wenn man das Gesetz belässt und es nicht, wie Sie es vorhaben, schleift. Wir haben im Übrigen zur Verbesserung auch im Laufe der Evaluation auch noch durchaus weitere Verbesserungen vorgenommen. Wir haben zum Beispiel das Best-Breeder-Prinzip eingeführt. Wir haben auch dafür gesorgt, dass das Gesetz verständlicher gestaltet worden ist. Das ist ja an der einen oder anderen Stelle beklagt worden. Und wir haben auch eine Servicestelle auf den Weg gebracht und auch den Schwellenwert, für das das Gesetz gilt, angehoben. Mit all diesen Maßnahmen, das hat die unabhängige Standardkostenabschätzung der Fachhochschule des Mittelstandes in Bielefeld attestiert, wird den NRW-Unternehmen mit gut 28 Milliarden Entlastung im Jahr verschafft. Trotzdem hat das Gesetz weiter seine beschriebene Wirkung und sollte aus unserer Sicht erhalten werden. Deswegen fordern wir Sie heute auf. Lassen Sie die Finger von diesem Gesetz. Geben Sie den Unternehmen die Chance, sich weiter damit vertraut zu machen und die positive Wirkung noch weiter auszubauen, als sie heute schon vorhanden ist.